So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Nachdem wir beim letzten Mal so kurz vor knapp noch gestorben sind, machen wir jetzt heute einen Run, in dem wir mal endlich wieder was erreichen. Mit Apollyon. Der letzte Apollyon-Run war ja ganz okay. Er war jetzt nicht so super toll, weil wir sind ja kurz vor knapp dann am Ende gestorben, leider. Was mich doch ein wenig geärgert hat, dass wir den Kampf gegen Delirium verloren haben am Ende. Das war schade. Aber vielleicht läuft es ja jetzt besser. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt noch was anderes. Ich weiß auch gar nicht, mit ihm fehlt ja irgendwie alles, ne? Aber mit ihm ist eigentlich egal, was wir machen. Hauptsache, wir machen irgendwas. Das ist so das Gegenteil von Samson. Mit Samson haben wir so gut wie alles. Und mit ihm haben wir so gut wie gar nichts. Und du bist ja gar keine Statue, du bist einfach nur grau. Kein Fluch, ich muss immer gucken, wenn ich so nach einem Moment noch irgendwie das Gefühl habe, es ist zu viel auf der ersten Ebene, dann gucke ich immer, ob das vielleicht ein XL-Raum ist. Also XL-Ebene. Das hätte ich halt schon gern. Oh Gott. Würde ich schon gern machen, aber wir haben keine Bomben. Und ich will mal im Shop vorbeischauen, weil wir gerade recht viel Geld haben. Wenn irgendwas runtergesetzt ist, dann könnten wir das kriegen. Oder halt, wir kaufen uns die Bombe für die Kiste. Nichts runtergesetzt, nichts, was wir brauchen, außer halt der Bombe. Hat jetzt 5 Münzen gekostet. Wenn es vom Gesamtwert her über 5 Münzen ist, hat sich's gelohnt. Wenn nicht, dann nicht. Sechs Münzen. Man könnte also sagen, es hat sich gelohnt. Man könnte es auch lassen, aber... Nein. Das war auf jeden Fall besser als nichts. Ja, der Schadensbetrag, den eine Fliege macht, ist halt nicht so groß. Da sind unsere Tränen schon ein bisschen nützlicher. Okay, Damage Up. Sehr schön. Damage Up lohnt sich da schon mehr. Ich muss mich hier mal etwas gemütlicher hinsetzen. Das ist jetzt das Problem. Wir haben gerade keine Bombe. Mal wieder. Es ist ein bekanntes Problem und dennoch ein Problem. Ja, machen wir zuerst den Boss, wenn wir gerade schon mal hier sind und so viele Spinnen gerade um uns rum haben. Kannst du aufhören zu spawnen? Danke. Ja, will ich. Will ich einen Devil Deal? Nee, eigentlich will ich keinen Devil Deal. Meine Devil Deals sind cool, aber wir haben jetzt nicht so viel Leben. Von daher finde ich das nicht ganz so lohnenswert. Bombe, sehr schön. Schlüssel wäre vielleicht noch was. Oh, da kann ich ein Tinted abgreifen. Ja, das war dumm von mir.
Eigentlich will ich ihn. Und jetzt haben wir keinen Schlüssel. Okay. Petrified Poop ist gut. Unicorns. Damn. Nee. Es ist halt effektiv kein gutes Item. Oder Unicorn Stomp heißt es ja. Der keine Briefmarke. Stamp Briefmarke, Stomp. Stumpen? Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Okay, das heißt, ich habe jetzt mit der Bombe effektiv nichts erreicht. Ärgert mich ein bisschen, aber gut, ist halt so. Dann ist es halt so. So, gib mir irgendwas Gutes. Naja. Reden wir nicht drüber. Exlex ist anwesend. So. Gut, Bombe haben wir keine. Ja, die Viecher hatten keine Chance. Ne, ich bin mit meinem Item eigentlich ganz zufrieden. Hier bräuchten wir zwei Bomben. Oh, Geheimraum. Ja. Gut, 5 Cent sind gut. Müssen halt mal gucken, wo der Shop ist. Hier. Okay, wir haben aber nur einen Schlüssel. Möchte ich eigentlich eher in den Item Room rein. Ja. Nummer 2 mag ich eigentlich sehr gerne sogar. Das ist ein cooles Item, vor allen Dingen, weil es uns unendlich Bomben gibt. Damit können wir nämlich jetzt auch in den ins Schlafzimmer rein. Und es ist sogar ein sauberes Schlafzimmer, das heißt, hier befindet sich irgendwas Positives unten drunter. Nämlich noch ein Poop-Item. Bad Bombs, jetzt sind alle Bomben von uns so. Aber es gab 5 Bomben. Wandelt der den auch um? Nee. Okay. Ja, man muss alles mal getestet haben. Ich hätte mir bloß gewünscht, dass wir einen Schlüssel rauskriegen. Statt dem schwarzen Zahn. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Health Up, das ist eine gute Pille. Auch kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Bin so froh, dass wir keine Bomben brauchen. Mitnehmen tue ich sie trotzdem. Einfach weil es können. So, komm her. Solange du noch lebendig bist. So.
Ja, Damage up. Auf der Stelle. Immer noch kein Schlüssel für den Shop, leider. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, weiter. Ja, ein schöner Shop-Schlüssel wäre jetzt irgendwie was Cooleres, aber ist in Ordnung. Den, vor dem ich Angst habe, der überlebt natürlich. Böser Raum. Ganz böser Raum. So. Ups. Okay. So, der Tod, alles klar. Nutzen wir auch gleich, weil ihr wisst, ich finde das Ding eigentlich nicht gut, das Item. Aber die Kiste finde ich gut, weil da ist immer gutes Zeug drin. Oder nicht immer, aber manchmal. Ab und zu ist da gutes Zeug drin. Au. Immer noch kein Deal. Das finde ich jetzt schon sehr, sehr uncool. Weil ein richtig cooles Angel Deal-Item hätte ich schon ganz gerne. Und ich habe jetzt gar nicht nach Geheimräumen gesucht. Oben. Dann suche ich jetzt einfach mal hier, ob hier das Super Secret irgendwo ist. Und ansonsten gehen wir jetzt weiter und so in den Shop. So, wenn die sich wieder treffen, da drüben, so. Oh ja, in der Arcade kann man mal vorbeischauen. Ist ja meistens auch Geld, was hier auf dem Spiel steht. Ups. Komm, ich benutze jetzt einfach die Bomben. Will auch nicht unendlich viel Zeit hier verplempern. Shop, wo bist du? Oder Item Room, dich habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, da ist schon mal der Item Room. Zumindest ein Anfang. Der Bag of Bombs. Wir haben jetzt unendlich viele Bomben. Dementsprechend finde ich den eigentlich nicht so cool, mache ich eine Fliege draus. Hier gebe ich aber mal ein bisschen Geld. Cent würde ich gerne für den Shop behalten. Danke. Dessen Position ich jetzt zumindest sehen kann. Ja. So. Hier eigentlich der Geheimraum gewesen. Ne, okay. Nehme ich Spirit Heart mit. Das ist gerade alles, was irgendwie interessant wäre. Ja, hier kann der Geheimraum nicht sein. Hier unten könnte er sein, aber da haben wir eigentlich schon gesprengt. Ach, es hat bloß nicht gezählt, okay. Oh, die. Ja, die Glitched Crown. Ich nehme sie mal mit. Items glitschen jetzt, glaube ich, immer rum. Aber ist okay.
Ab und zu darf man glitchen. Ja, das ist eine wehtuende Kiste. Nehmen wir noch ein Super Secret mit und dann geht's weiter. Okay, wir nehmen keinen Super Secret mit und gehen einfach so weiter. Mit der Zeit sind wir jetzt massiv hinterher. Ich habe viel zu lange gebraucht. Ja, können wir eigentlich machen. Ich hasse die Viecher, ne? Also Homing Tiers finde ich immer kacke. Wenn die Gegner sie haben, natürlich nur. Wenn wir sie haben, ist toll. Eigentlich würde ich ja schon gern an den dran, ne? Oh. Gib mir noch irgendwas Cooles. Was Cooles, habe ich gesagt. Okay. Beim Brot gehe ich dran. Ah, shit. Wollte das andere Item haben. Aber ich nehme, was ich krieg. Sagen wir es mal so. Hangman, damit können wir fliegen. Brauche ich natürlich hierfür nicht. Aber es werden noch Räume kommen, für die wir es brauchen. Nö, wir haben genug Bomben. Was loads denn hier gerade so runter? Macht mein PC wieder im Hintergrund irgendwelche Updates? Würde es ihm zutrauen. Hier zum Beispiel fände ich Hangman sehr, sehr angenehm. Ja, kann ich noch einen Tearsdown mitnehmen? Das ist sogar das, was ich haben wollte. Von den Sachen. Die Glitch Crown macht das Ganze ein bisschen komplizierter, aber nicht uninteressant, finde ich. Es ist ein bisschen... Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich weniger unser Q-Item benutzen müssen. Weil einfach diese Situation, dass wir... dass wir wirklich in diese Lage kommen, dass das Item für uns nichts ist, haben wir jetzt nicht. Ja, den 1 Cent lasse ich jetzt mal da. Weil alle Items unter Umständen was für oder nicht für uns sind. Okay, jetzt habe ich es einmal benutzt. Jetzt habe ich daneben gegriffen. War ein Griff ins Klo. Da wird eine Fliege draus. Okay. Heißt, alle Spacebar-Items halt. Batterie hätte ich gerne. Aber die kann ich mir ja gar nicht leisten, ha? Dann hat sich das ja sowieso erledigt. Oh, Knochenerz. Knochenerzen gehen nicht schaden unserem Devil Deal nicht, beziehungsweise Angel Deal, den wir nicht kriegen. Ach stimmt, Fliegen, Spinnen, wir haben ja Spider Love. Das heißt, Spinnen tun uns nichts. Ich spreng ihn. Versuch's gar nicht erst. Ein Schlüssel, eine Bombe, ist ein Deal.
Für mehr Schlüssel. Oh, jetzt will ich eigentlich nochmal zum Shop. Aber jetzt können wir uns das ja leisten. Okay. Jetzt habe ich alles in Karten verwandelt. Auch unsere schlechte Pille, was wiederum gut ist. Also können wir zwei Karten mit uns rumtragen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh Gott, das ist Blut. Blut, niemand mag dich. So. Tschüss. Geh einfach. Okay, da sind ein paar gute und ein paar schlechte Items dabei. Und ich habe mal wieder richtig gegriffen. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Feuer. Okay. Ich weiß nicht, was die Kerze genau macht. Aber sie wird bestimmt gut sein. Ich weiß, es waren bessere Items dabei, aber es waren auch schlechtere dabei. Ja, die Glitch Crown macht alles ein bisschen merkwürdig, aber nicht unbedingt schlecht. Finde ich persönlich. Ah, den hätte ich verzichten können. So, wir an die Karte ran, man weiß nie, was es ist. The Devil. So, wo lang müssen wir? Hier langs. Okay, unsere Kerze brennt. Schreibt mir mal bitte, was die Kerze genau macht. Das würde mich mal interessieren. Habe ich mich treffen lassen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wegzugehen. The Sun, auch eine gute Karte. Hat der vielleicht noch ein Emperor für mich? Oder ein Hierophant? Ja, ich hätte gerne das Spirit Heart. Der Flat Penny, der spawnt Schlüssel. Machen wir jetzt. Na? Gibst du mir wohl was Gutes? Naja, es sind genug Cent, als dass ich es probieren kann, die Flashlight zu kriegen. Nee, es wurde das Battery Pack. Ist in Ordnung. Die Emperor, was ich wollte. Ja, bleib ich bei The Sun. Eigentlich hätte ich abkürzen können. So, Mom. Lass es uns zu Ende bringen. Nur du, ich und meine Bad Bombs. Und natürlich meine 2 Millionen Fliegen, die ich dabei habe.
Da geht sie down, da geht sie down. Ja, was haben wir denn mit ihm? Eigentlich schon. Eigentlich nicht so viel, ne? Eigentlich haben wir mit ihm fast gar nichts bisher erreicht. Warte. Na, ich will jetzt nicht raus. So, wir nehmen das negativ mit. Wir gehen jetzt einmal über die Hölle. Da längs. Moment mal, habe ich nicht den Emperor dabei? Wisst ihr was? So. Shit. Heal-Chance verkackt. Okay. HP-Up tut, glaube ich, zu unserem jetzigen Zeitpunkt mal ganz gut. So, wo ist er? Okay, hier unten ist der Geheimraum. Den wir natürlich mitnehmen. So wie ihn hier. Kann auch Bomben machen. Ob seine Trollbomben ähnlich funktionieren wie bei uns, dass, wenn er normal angreifen wollte, die Dinger einfach erscheinen. Überleg gerade, da oben ist ja so ein Spezialraum. Vielleicht will ich mir den auch noch angucken. Ich meine, ist ja nicht weit. Hier hoch war ja jetzt kein Weg. Und ich finde, es hat sich gelohnt. So, jetzt müssen wir bloß wieder da auf die andere Seite kommen. Wurden wir natürlich prompt wieder von dem dämlichen Auge erwischt. Immer diese dämlichen Augen. Offizieller Begriff. Ja, ich opfer die Schlüssel. Ich weiß nicht. Der Suicide King ist keine Karte, die ich haben will. Ja, der spawnt halt eine ganze Menge Sachen um einen rum. Aber dafür stirbt man. Das ist halt okay, wenn man eine Möglichkeit hat, sich wiederzubeleben, aber es ist nicht okay, wenn man das nicht hat. Wie wir gerade. Wir gehen in die Hölle. Moment mal, wir haben keinen Deal gekriegt. Shit. Leute, wir hatten keinen letzten Angel-Deal. Kein Mega-Satan für uns. Hätte ich doch vielleicht Delirium machen sollen. Nochmal probieren zumindest. Ich meine, was hätte passieren sollen? Schlimmste ist, dass wir nochmal verkacken. Hätte ich machen können. Na gut. Dann machen wir jetzt einfach. Wir müssen ja sowieso nochmal zu Isaac. Da können wir das dann gleich mit übernehmen. Wo ist der überhaupt? Der ist irgendwo da links. Links unten. Das kann jetzt nach unten oder nach links heißen. Vielleicht auch beides.
Fuck, ich stehe falsch. Hab nicht damit gerechnet, dass die weitermachen, nachdem ich schon weg bin. Piep, mach nichts Falsches. Aber drop Herzen. Ein Herz, okay. Ich guck jetzt, ob ich hier irgendwo Herzen rauskrieg. Eine Karte, das könnte eine gute sein. Naja, ein Death. Ist eher so mittelmäßig, aber... ist okay. Es hat nicht mal gereicht, um die zu killen. Mist. Death ist so eine schlechte Karte. Oh, fuck. Bleib mir vom Leib! Ein 6 ist ein D100, würde halt unser ganzes Itemset nochmal rerollen. Und ich bin am überlegen, ob ich es tue. Weil wir haben zwar ein ganz cooles Itemset mit viel Damage. Ja, wir haben halt viel Damage. Ich möchte eigentlich unseren Schaden nicht verlieren. Wir haben die Schlüssel, wir haben das Geld. Gib uns ein HP ab, was vorher unser Leben auffüllt. Obwohl du hast hier, du unterliegst ja jetzt auch diesem komischen... Oh Gott. Die Crown macht ja bei ihm auch komische Sachen. Ja, das war all unser Geld. Na gut. Zardan! Komm. Bin bereit für... alles, was du mir entgegenzusetzen hast. Bin nicht sicher, ob ich es besiegen kann. Aber ich bin bereit dafür. Okay. Au. Scheiße. Na gut, Leute. Dann mal wieder leider eine Nullrunde. Ihr lasst mir jetzt Kommentare da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit The Binding of Isaac. Bis dann, euer Wolf.